Ich möchte auch meine Schwester Nicole nach vorne bitten. Sie hat auch ein Zeugnis. Also meins ist eigentlich, ich preise den Herrn und ich danke, dass wir hier versammelt sind. Ich danke auch, dass ich kommen konnte und dass ich viele Leute wiedersehe. Und ich habe aber kein Zeugnis, sondern ich habe eigentlich ein Wort Gottes bekommen. Und wer vielleicht was zum Schreiben hat, der kann das auspacken, weil je nachdem, wie der Herr uns führen wird, gibt es dann einige Bibelverse auch, die wir vielleicht notieren können. En fait, ce que j'ai à dire, c'est quand même assez long. Donc, j'aimerais bien que vous preniez la Bible. Il y aura plusieurs versets bibliques à partager. Ich bete zunächst mal. Je vais prier. Bon. Lieber Vater im Himmel, du weißt alles. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu sais tout. Herr Jesus, ich lobe und preise dich, Seigneur, dass ich jetzt das Wort teilen kann. Seigneur Jésus, que je te loue, je te glorifie, je te remercie, que tu puisses partager la parole. Ich danke dir, Herr, dass du immer uns wieder neue Wege zeigst, da wo wir denken, es geht nicht mehr weiter. Je te remercie, Seigneur, car tu nous montres toujours un nouveau chemin, même lorsqu'on a l'impression que rien n'avance. Und ich danke dir, dass du souverän bist. Et je te remercie, Seigneur, d'être souverain. Wir sind nichts, wir sind nicht souverän, wir haben nichts in der Hand. Nous, nous ne sommes pas souverains, nous ne retenons rien. Amen. Aber du bist der Herrscher, du bist der Souveräne, du bist der König, du bist die Majestät und du weißt alles, unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Mais toi tu es souverain, tu connais tout, tu connais notre passé, tu connais notre présent et tu connais aussi notre futur. Jesus sei gelobt, Amen. Seigneur sois loué, Amen. Ich habe den 1. Mose 49. J'ai en fait Genèse 49. Mm-hmm. Und im Kapitel 49, Chapitre 49, habe ich gefunden, wie Jakob seine Söhne segnet. J'ai en fait découvert comment Jacob a béni ses enfants. Und ich habe gesehen, wie Judah, der Sohn von Jakob, Judah, der Stamm Judah auch einen Segen empfangen hat. En fait, j'ai découvert aussi que Judah, le fils de Jacob, et en fait la tribu de Judah avait été bénie. Und ich habe etwas herausgefunden. Ich habe nämlich gesucht, was ist denn ein Shiloh? En fait, j'ai trouvé, bon, en fait, disons, j'ai cherché et j'ai découvert en fait ce que c'est un Shiloh. Weil es gibt Lieder, da kommt dieser Shiloh vor und ich wollte genauer wissen, was das ist. En fait, il y a beaucoup de chansons où le terme Shiloh apparaît et là, je voulais en fait savoir ce que ça signifie. Und ich lese jetzt ab Vers 7. Also, je lis à partir du verset 7. Nein, ich lese ab Vers 8 besser. Judah, du, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Judah ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen.
Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. An den Weinstock bindet er sein Eselsfüllen, an die Edelrebe das Junge seiner Eselin, er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Die Augen sind dunkel von Wein und weiß die Zähne von Milch. Amen. Amen. Also das war Vers 8 bis 12. Und ich, en fait, du verset 8 jusqu'au verset 12. Und ich möchte jetzt schon im Vorhinein etwas sagen, und zwar alles, was Juda bekommen hat hier, trifft auf Jesus Christus zu. En fait, ce que je veux aussi dire déjà dès le départ, c'est que tout ce que Juda a reçu ici est en rapport avec Jésus Christ. Der Jakob hat eine Prophezeiung gegeben, bei der er selber überhaupt nicht wusste, wovon er eigentlich sprach. Jacob a en fait donné une prophétie qu'en fait en réalité lui-même il savait pas vraiment de quoi il s'agissait. Und Juda, der diese Prophezeiung empfangen hat, hat noch weniger gewusst, dass es eigentlich hier schon um Jesus geht. Encore plus Juda qui avait reçu cette prophétie, il n'avait en fait pas compris aussi que c'était en rapport avec Jésus. Und in jeder Zeile, in jedem Vers steckt so viel drinnen, dass wenn ich heute alles erzählen möchte, ich in 2 oder 3 Stunden noch hier stehen werde. Dans chaque verset, dans chaque mot qui se trouve dans ce verset, il y a tellement beaucoup de choses que si on rentre dans les détails, on passera sûrement plus de 2 heures de temps. Weil eigentlich jede Zeile oder jeder Vers schon eine eigene Predigt für sich wäre. En fait, chaque ligne, chaque verset représente une prédication en elle-même. Und drum bitte ich den Herrn, dass er mich einfach führt mit dem Heiligen Geist, dass es kompakt ist, so dass wir es verstehen und dass dann das Wichtigste gesagt ist. Et je prie vraiment que le Seigneur m'aide afin que ça soit aussi compact et que je puisse donner le message qui est là-dedans. Ich fange jetzt von vorne an. Vers 8. Juda, du, dich werden deine Brüder preisen. Je commence avec le verset 8. Juda, quant à toi, tes frères te loueront. Wenn du das Wort preisen hörst, das heißt, jemand wird gelobt. Quand tu vois le terme louer ici, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui est... Jemand ist erhoben über den anderen und wird deswegen gelobt. Il y a une personne qui est élevée au-dessus des autres et en fait louée. Und da eigentlich Juda ein Bruder unter mehreren Brüdern war, kann man jetzt nicht sagen, er steht so hoch. Juda en fait qui était un fils au milieu de ses frères, on peut pas dire qu'il était au-dessus des autres. Er steht schon höher, weil wir wissen, aus Juda kam unser Herr Jesus Christus hervor. Mais il est au-dessus tout simplement parce qu'on sait que notre Seigneur Jésus-Christ vient de la tribu de Juda. Und da hat Jakob schon gewusst, dass Juda gelobt wird. Et là, Jakob savait déjà que Juda allait être élevé. Er hatte eine höhere Stellung als die andere, eine Vorrangstellung. Il avait un niveau une place élevée par rapport aux autres. Okay, und jetzt wird's praktisch. Es geht weiter. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Et là, ça continue. Il est dit que ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Hast du schon mal jemanden gesehen, der seine Hand in den Nacken von jemand anderem tut? Oder hast du das vielleicht schon mal bei jemandem gemacht? Oder hast du das schon mal erfahren, dass jemand das bei dir gemacht hat? Hast du schon mal remarqué, ou tu as déjà vu une personne qui met sa main sur la nuque d'une autre personne, ou est-ce que tu l'as déjà fait toi-même? Die Polizei macht das auch. La police le fait le plus souvent. Wenn sie jemanden überführen wollen und ins Gefängnis stecken und der möchte nicht mitgehen, dann haben die bestimmte Griffe. Sie machen den Polizeigriff und sie nehmen den so, weil dann beugt er sich. Et les policiers le font le plus souvent lorsqu'ils veulent mettre quelqu'un en prison ou l'attraper, ils le prennent par la nuque et voilà. Er beugt sich und er wird untertan und er kann nicht mehr aus und er kann nichts anderes mehr tun, als mitzugehen, auch wenn er nicht möchte.
Et là, on le plie complètement au sol, il est courbé et il ne peut rien faire. Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass Gott in deinem Leben dich so gebeugt hat, dass du nur noch eine Richtung gehen kannst. Et peut-être tu as déjà remarqué que dans ta vie, le Seigneur lui-même, il t'a plaqué, plié, courbé complètement, afin que tu ne puisses même pas bouger. Und so ist es auch mit Judas. Es wird gesagt, du wirst deine Hand im Nacken deiner Feinde haben. Et là, c'est ce que on voit ici avec Judas. Il est dit ici qu'il mettra sa main sur la nuque de ses ennemis. Wir sehen das, wenn als Gott beispielsweise das Volk Israel aus Ägypten, das ist ja dann ein bisschen später, dass die Leute nach Ägypten kommen, hier sind sie schon in Ägypten, und dass Gott sie wieder rausführen möchte. Et on voit ça en fait dans l'histoire où le Seigneur a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte pour l'amener dans le désert. Da hat Gott seine Hand in den Nacken der Ägypter getan. Et là, on voit en fait que le Seigneur a mis sa main sur la nuque des Égyptiens. Du weißt, wie Gott die Ägypter gedemütigt hat. Sie haben viele Plagen bekommen. Et vous voyez comment le Seigneur a vraiment humilié le peuple égyptien. Ils ont reçu plusieurs plaies. Sie haben Frösche, Hagel, Seuchen, Finsternis, alles Mögliche gekriegt. Et le feu, tant de choses. Und schließlich und endlich hat Gott die Ägypter so gebeugt, dass er die Israeliten durchs Meer durchziehen hat lassen. Et le Seigneur a tellement plié, il a tellement humilié le peuple égyptien qu'ils étaient obligés de laisser le peuple d'Israël partir. Und die hat er mit der Hand in ihrem Nacken in das Meer reingeführt. Il a en fait pris sa main, il a attrapé la nuque. Et il les a conduits même und hat die Wellen drüber laufen lassen, sind gestorben. Et les a recouverts complètement avec l'eau et ils ont été détruits. Da sieht man, wie Gott die Hand in den Nacken der Feinde legt. Et là, on voit comment le Seigneur met sa main sur la nuque de ses ennemis. Und sowas kann kein Mensch tun. Deswegen wissen wir hier auch, es geht um Gott, deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Der Stamm, wo der Erlöser rauskommt, wo Jeschua hervorgeht, der hat die Hand auf dem Nacken seiner Feinde. Et on voit en fait que ça n'a rien à voir avec l'homme, mais ça a à voir avec Dieu. On voit Dieu qui prend position dans la tribu de Judas et qui prend les ennemis. Und wir schauen uns jetzt den Psalm 104 an. Da sieht man nämlich auch, wie Gott mit dem Feind spielen tut. Nous allons prendre le psaume 104 et on voit comment le Seigneur agit sur ses ennemis. Psalm 104. Psalm 104, Vers 25 und 26. Verset 25 et le verset 26. Da ist das Meer groß ausgedehnt nach allen Seiten. Dort ist ein Gewimmel ohne Zahl, Tiere klein und groß. Da ziehen Schiffe einher, der Leviathan, den du gebildet hast, um mit ihm zu spielen. Cette mer grande et spacieuse, là où des animaux sans nombre se meuvent, des petites bêtes avec des grandes. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour y jouer. Also, vielleicht für diejenigen, die schon wissen, der Leviathan ist eigentlich, naja, kein gutes Wesen. En fait, pour ceux qui le savent très bien, le Léviathan, ce n'est pas un très bon animal. Es ist eine Meeresschlange. En fait, c'est un serpent de mer. Ein Ungeheuer. Une mauvaise créature. Vor dem man Angst haben muss. Une créature dont on devait normalement avoir peur. Der böse ist zu den Menschen. Qui est, en fait, méchante devant les hommes. Aber hier steht, dass Gott mit dem Leviathan spielt. Et ici, on voit en fait, il est écrit que Dieu joue avec le Leviathan. Amen. Amen. Seid ihr dabei?
Est-ce que vous êtes là? Okay. Und im Hiob sehen wir auch noch mal von dem Leviathan. Et dans Job, nous voyons encore. Hiob, Vers, Kapitel 40. Dans Job, verset 40. Chapitre 40. Job. Hiob, Kapitel 40. Job 40. Job 40. Ab Vers 25. Verset 25. Ziehst du den Leviathan mit der Angel herbei und du hältst du mit dem Seil seine Zunge nieder? Kannst du einen Binsenstrick durch seine Nase ziehen und mit einem Dorn seine Kinnlade durchbohren? Wird er dich lange anflehen oder dir schmeichelnde Worte geben? Wird er einen Bund mit dir schließen, dass du ihn zum Knecht nimmst für ewig? Willst du mit ihm spielen wie mit einem Vogel und ihn für deine Mädchen anbinden? Werden die Handelsgenossen um ihn falschen, ihn verteilen unter die Kaufleute? Kannst du seine Haut mit Spießen spicken und seinen Kopf mit der Fischharpune? Lege nur deine Hand an ihn, denk an den Kampf. Du wirst es nicht noch einmal tun. En français, c'est à partir du verset 20. À partir du verset 20. Attireras-tu le Léviathan à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Accumulera-t-il les supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il accord avec toi? Et le prendras-tu pour esclave à toujours? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser les jeunes filles? Les pêcheurs en trafiquent-ils? Le partagent-ils entre les marchands? Couvriras-tu sa peau de dards et sa tête de harpon? Mets ta main contre lui et tu ne te souviendras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente à sa vue. N'est-on pas terrassé? Amen. Amen. Also, da steht im Vers 32, du sollst ja nicht mit dem Leviathan kämpfen. Il est dit, en fait, au verset, bon, en français, c'est le verset 20, 32 ist bei mir. Ja. Ist ganz anders. Ach so. Hier gibt es keine 32. Bei mir steht im Vers 32, lege nur deine Hand nicht an ihn. Verset 27. Mhm. Das heißt, Gott gibt hier dem Hiob oder dem Menschen einen Ratschlag. Du sollst nicht mit dem Leviathan kämpfen. Le Seigneur dit ici, donne en fait un conseil aux hommes de ne pas jouer avec le Leviathan. Und du kannst auch, er sagt dem Hiob, du kannst überhaupt nichts mit dem Leviathan tun und du kannst gar nicht gegen ihn gewinnen. Tu ne peux même pas jouer avec le Leviathan. Tu ne peux pas gagner en fait contre le Leviathan. Und trotzdem. Trotzdem sagt er zu Juda, du wirst deine Hand auf dem Nacken deiner Feinde haben. Malgré ça, il dit à Judas que tu mettras ta main sur la nuque de tes ennemis. Wir werden sehen, warum. Nous allons voir pourquoi. Wir sind im 1. Mose 49 zurück. Bitte immer die Hand reinlegen oder einmerken, weil wir da immer wieder hinkommen. Nous retournons dans Genèse 49. S'il vous plaît, mettez juste un doigt à cet endroit parce qu'on va toujours, on va souvent revenir là-bas. Da steht jetzt. Vor dir, also im Vers 8 sind wir noch, letzter Teil vom Vers 8. Vor dir. Verset 49, Chapitre 49, verset 18. 8. 8, verset 8. Pardon. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Devant toi. Les fils de ton père se prosterneront. Wenn sich deine Brüder vor dir verbeugen. Et si tes frères devant toi, en fait, se prosternent devant toi.
Das heißt, sie verehren dich. Ça veut dire en fait qu'ils te glorifient. Und das Wort, das hier für niederbeugen gebraucht ist, für niederbeugen, das ist auf Hebräisch das Wort Saha, also S-A-H-A. Le terme se prosterner ici en hébreu veut dire, en fait, c'est Saha. Saha, und das Wort Saha, das heißt anbeten. Et le terme Saha signifie en fait adorer. Das heißt, mit Sicherheit wird es nicht sein, dass die Brüder von Juda ihn anbeten werden. Ça veut dire en fait que en fait normalement les frères de Juda ne devaient pas l'adorer. Aber aus Juda kommt jemand und den werden sie anbeten, und zwar Yeshua. En fait de la tribu de Juda vient quelqu'un qui va être adoré et il s'appelle Yeshua. Amen. Amen. Und da gilt das Wort Saha, und vor dem werden sie sich niederbeugen. Et là vient en fait le terme Saha, qui veut dire qu'il devait se prosterner devant lui. Und das gleiche Wort gibt's auf Griechisch auch nochmal, und das heißt proskuneo, und das finden wir in Matthäus 4. Et le même terme, on le retrouve aussi dans le grec, ça veut dire proskuneo. Grec proskuneo. Proskuneo, und das ist in Matthäus 4. Et ça, c'est dans Matthieu 4. Genau, im Vers 9. Und da steht: Der Teufel sprach zu Jesus: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Matthieu 4, Verset 9. Et il lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Amen. Mais Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Das heißt, das Wort anbeten gilt nur für Gott. En fait, le terme adorer revient seulement à Jésus. Es gilt nicht für den Menschen Juda. Ça n'a rien à voir avec les hommes. Es geht nichts für den Menschen Juda. Ça n'a rien à voir avec les hommes de Juda. Es geht nicht um dich oder um mich, dass wir uns anbeten lassen. Il s'agit pas de nous afin qu'on soit adoré. Sondern Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Mais Jésus dit: Si tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Und das soll uns ein bisschen wachrütteln, weil man tut nicht immer alles, damit man Gott dient und anbetet. Ça doit en fait un peu nous réveiller, parce qu'en fait, on ne fait pas autant de choses pour vraiment adorer le Seigneur. Und die Söhne des Vaters Juda sollten praktisch vor Juda sich anbeten. Es ist eine Prophezeiung für spätere Zeit, dass die Stämme Israel später auch mal ihren Yeshua HaMashiach anbeten werden. Et les frères, en fait, les frères de Juda devaient se prosterner devant Juda, qui était en fait une prophétie qui parlait de Jésus-Christ qui devait venir. Weil jetzt ist es noch nicht so weit. Viele Juden wollen noch nicht Jesus als ihren Herrn und Retter anerkennen, aber das wird kommen. Car en ce moment, beaucoup de Juifs ne veulent pas encore reconnaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, mais ça viendra encore. Amen. Und jetzt geht's weiter. Juda ist ein junger Löwe. Wir sind wieder im 1. Mose 49. Nous sommes de retour dans Genèse 49. Genèse 49 au verset 9. Juda ist ein junger Löwe. Judas est un jeune lion. Ein Löwe, wir wissen, Löwe ist immer der König der Tiere. Le lion est souvent le roi des animaux. Und hier geht's um die Herrschaft. Et ici, il s'agit en fait de la domination. Die Vorrangstellung. Wie kann man das sagen? La priorité. Und jetzt wissen wir auch, warum der angebetet werden soll. Er ist praktisch der Löwe unter ihnen allen. Et là, on comprend en fait pourquoi il doit être adoré, parce qu'il est
le lion au milieu d'eux. Genau. Und es ist in der Offenbarung, wir kommen wieder zurück, in der Offenbarung 5, Vers 9. Nous revenons, nous allons revenir sur ce verset. Nous allons maintenant dans l'Apocalypse. Apocalypse 5. Verset 9. Peut-être quelqu'un peut lire ça, normalement, Apocalypse 5, verset 9. Ach so, kann jemand, hat jemand Deutsch da? Est-ce que quelqu'un a l'allemand là? Vers 9. Mm-hmm. Nein, das ist nicht das. Ja. Ach, jetzt habe ich. Offenbarung 5, Vers 5, Entschuldigung. Vers 5 ist es. Apokalypse 5, Vers 5. Genau. Um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Amen. Das heißt, da wo wir keine Überwinder sind, en fait, ça veut dire là où nous ne sommes pas des vainqueurs. Da gibt es einen Überwinder und das ist der Löwe, Löwe aus dem Stamm Juda. Et on a, il y a quelqu'un qui a vaincu et il vient de la tribu de Juda. Und das ist Jesus. Et ça c'est Jésus. Amen. Amen. Und er macht uns stark und von ihm kriegen wir unsere Stärke, wenn es nicht mehr weitergeht. C'est lui qui nous rend fort lorsque on a plus, on a plus d'issue. Und drum steht in der Bibel auch, in Christus sind wir mehr als Überwinder. Et voilà pourquoi il est écrit dans la Bible que nous sommes plus que des vainqueurs. Weil er ist der Löwe von Juda. Parce que lui, il est le lion de la tribu. Und er regiert. Et il règne. Und er zeigt uns immer wieder, du regierst nicht, et ich nous, regiere. Et il nous révèle chaque fois que nous, nous ne régnons pas, mais c'est plutôt lui qui règne. Und da, wo wir regieren möchten, da zeigt er uns, nein, du bist nicht dran. Et même là où nous voulons régner, il nous montre clairement que ce n'est pas nous qui régnons. Amen. Amen. Wir gehen zum 1. Mose 49 zurück. Nous retournons à Genèse 49. Da steht im Vers 9 weiter. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Mon fils, tu reviens du carnage, mon fils. Und da habe ich mir gedacht, okay, welchen Raub, was ist der Raub, den Juda gemacht hat, oder was ist der Raub, den dieser Löwe von Juda gemacht hat? Ici, en fait, je me suis posé les questions, mais de quel carnage il s'agit? Qu'est-ce que Juda a fait ici? Und dann ist mir eingefallen, dass im Epheser 4 oder 5 drinnen steht. Et en fait, je me suis souvenu que dans Ephésiens 4 ou 5, je sais plus. Dass Jesus in die tiefsten Tiefen der Erde gegangen ist. Et Jésus est descendu dans les profondeurs des profondeurs. Und hat Gefangene. Et il a libéré les captifs. Gefangene mit sich gefangen nach oben geführt. Il a pris les captifs avec lui et les a amenés dans les hauteurs. Captif encore. Et toujours captif. Mm-hmm. Weil sie waren erst gefangen vom Teufel und von der Sünde. Parce qu'ils étaient en fait captifs captifs par l'ennemi, de l'ennemi. Sie waren gefangen vom Hades, vom Totenreich. Ils étaient dans le domaine de la mort de Hades, ils étaient captifs. Und dann ist er gegangen und hat sie geraubt. Et il est descendu dans les profondeurs et il les a enlevés de là-bas. Und hat sie mitgenommen zu sich. Il les a pris avec lui. Damit sie seine Gefangenen jetzt sind. Afin qu'ils deviennent maintenant ses captifs. Weil wenn dich ein Löwe mitnimmt, parce qu'en fait, lorsqu'un lion te prend, dann kannst du trotzdem nicht tun, was du weiter willst. Alors là, tu ne peux pas toujours faire ce que toi tu veux. Du musst immer tun, wenn der Löwe brüllt, dann gehst du dahin. Tu vas toujours faire ce que le lion fait lorsqu'il rugit. Du kannst ihm nicht mehr entweichen.
Je ne peux plus t'éloigner de lui. Und deswegen ist er der Löwe vom Stamm Juda, der Löwe, der Leute geraubt hat und der sie mit sich als seine Gefangenen geführt hat. Voilà pourquoi il est dit que le lion, la tribu de Juda est le lion qui a pris qui a enlevé les captifs et qui les a amenés captifs avec lui. Amen. Und der Löwe ist ein Amen und der Löwe ist ein Fleischfresser. Et le lion est en fait un carnivore. Und wenn du mal schaust in der Offenbarung, der Herr helfe mir, damit ich es finde. Offenbarung, da gibt es auch ein Fleischfressen. Et nous voyons en fait encore un autre carnivore là-bas. Nein, das ist eigentlich der gleiche. Und zwar ist es da, dans l'Apocalypse, wo que le Seigneur met. Là où, da wo der Offenbarung 17 Apokalypse 17 Vers 16 Apokalypse 17 Verset 16. Ab Vers 14. Ich lese. Lisons à partir du verset 14. Es geht um die Hure Babylon. Il s'agit en fait de la prostituée Babylon. Und um das Lamm Gottes mit seinen Gefolgsleuten. Et de l'agneau de Dieu et de l'agneau de Dieu et son peuple. Also Vers 14, diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden. Denn es ist Herr der Herren und König der Könige und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Und er spricht zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie verwüsten und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Es gibt noch einen anderen Vers, wo es heißt, dass... Il y a encore un autre verset où il est écrit. Aber wir sehen hier schon, dieses Lamm ist auch ein Überwinder und das Lamm ist nichts anderes als der Löwe. Nous voyons ici dans le verset 16 que cet agneau ist gleichzeitig der Löwe. Et en même temps le lion. Und wir sehen hier, aber es gibt noch eine andere Stelle, ich finde sie nicht, aber ich erzähle es euch. In der Offenbarung gibt es eine Stelle, da steht drinnen, dass diese Leute, die gegen Gott sind, il y a encore un autre verset dans la Bible qui dit en fait que ces personnes qui sont contre Dieu, und die mit dieser Hure Babylon sind, dass die gefressen werden qui sont avec la, cette Babylon, la prostituée, mit die, sont mangés. Von den Vögeln des Himmels. Et ils seront mangés par les oiseaux du ciel. Also sehen, und drum, jetzt habe ich auch mal verstanden, warum vor Gottes Thron da immer, warum da 4 Lebewesen gibt mit 4 unterschiedlichen Gesichtern. Et là, j'ai compris, en fait, pourquoi il y a 4 différents animaux devant le trône de Dieu? Weil der Adler, der da ist, l'aigle qui est là devant, das ist der gleiche wie der Löwe und die Adler, die fressen praktisch das Fleisch von den Feinden auf. C'est le même en fait comme le lion qui est aussi carnivore, qui mange en fait la viande. Und die fressen zum Schluss, am Ende der Zeit, die Feinde werden vernichtet. Et qui, en fait, vont détruire à la fin des temps les ennemis. Und die Hand ist im Nacken ihrer Feinde. Et la main est vraiment sur la nuque de leurs ennemis. Amen. Amen. Und im 1. Mose 49 sind wir weiterhin. Nous sommes toujours, Genèse 49. Da steht, er kauert, also im Vers 9, der Löwe,
Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Verset 9, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Hast du schon mal einen Löwen gesehen, der sich an die Beute anschleicht? Tu as déjà vu comment un lion s'approche? Im Fernsehen sieht man das, in Tierdokumentationen. À la télévision, il y a souvent des documentaires. Sogar eine Katze macht das. Sie hält sich ganz still und duckt sich. Même le chat le fait le plus souvent, il s'approche lentement de sa proie. Und sie duckt sich und versteckt sich. Elle se courbe et se cache. Damit niemand sie sieht. Afin que personne ne la voie. Und dieser Löwe macht das genauso. Et ce lion-là le fait exactement. Wie hat er das gemacht, indem er als Mensch auf die Erde gekommen ist? Et comment il a fait ça? En fait, en venant comme un homme sur cette terre. Er hat sich versteckt in diesem Körper. Il s'est caché en fait dans ce corps humain. In der Bibel steht im Jesaja Kapitel 53 steht, seine Gestalt war nicht schön, so dass wir ihn anschauen mochten. In der Bibel ist écrit que il n'avait ni éclat ni bonté. So hat sich Jesus Christus Gott versteckt. C'est comme ça que Jésus-Christ s'est caché. Wie ein Löwe hat er gelauert auf seine Beute. Comme un lion, il s'est approché de sa proie. Und seine Beute, die Feinde haben schon gemeint, sie hätten den Sieg am Kreuz. Et sa proie, ses ennemis se sont dit qu'ils avaient déjà en fait la victoire à la croix. Aber es steht geschrieben, im Kreuz hat er die Mächte und Dämonen und alle zur Schau gestellt. Mais il est écrit qu'à la croix, il a amené tous les démons, il les a exhibés, je sais pas comment dire. Er hat sich am besten versteckt. Noch nie hat sich jemand so gut versteckt wie Gott. Il s'est très bien caché. Personne ne s'est caché de la sorte. Der Teufel versteckt sich auch, aber immer wieder wird er aufgedeckt. Le diable se cache souvent, mais il est toujours dévoilé. Aber Jesus Christus hat sich so versteckt, dass ihn niemand entdeckt. Mais Jésus-Christ s'est caché afin que personne ne voie. Und sogar hat er den Leuten gesagt, wenn jemand geheilt worden ist, hat er oft gesagt, sag's nicht weiter. Et il a même on le voit le plus souvent même lorsque quelqu'un était guéri, il disait à la personne de ne pas le proclamer. Naja, sie haben es trotzdem gesagt. Aber zu seinen Jüngern hat er auch seine Geheimnisse gesagt. Er hat es den anderen, der Menge hat er immer nur in Gleichnissen gesprochen. Et à ses disciples, il a parlé toujours en parabole. Und Gott versteckt sich auch au peuple en parabole et à ses disciples. Den Jüngern wollte er mehr zeigen von ihm, er wollte mehr offenbaren, weil er schon spät wusste, dass sie später die Stämme Juda auch regieren werden. Amen. Okay, passt. Und manchmal versteckt Gott sich auch in unserem Leben. Dieu se cache en fait quelquefois aussi dans notre vie. Und er möchte entdeckt werden. Et il aimerait vraiment être découvert. Und er möchte aber nicht, dass wir ihn sofort entdecken, weil wir sonst seinen Plan mit unseren Feinden zerstören würden. Et il ne veut pas se laisser découvrir aussi vite, sinon on va détruire ses plans avec l'ennemi. Und im Vers 9 steht noch, wer will ihn aufreizen? Dans le verset 9, il est écrit qui le fera lever. Ich habe mir gedacht, oh Herr, wie oft lasse ich mich aufreizen? Et je me suis dit à plusieurs reprises, oh Seigneur, combien de fois je me suis je me fais lever. Ich lasse mich reizen, wenn etwas passiert, was mir nicht passt, dann werde ich wütend. Je me laisse irriter lorsque quelque chose m'énerve. Aber Jesus hat sich niemals aufreizen lassen. Jésus ne s'est pas laissé irriter. Wenn die Jünger zu ihm kamen, die Pharisäer und Schriftgelehrten zu ihm kamen und haben ihm irgendeine Falle gestellt oder was Blödes zu ihm gesagt. Et même lorsque les pharisiens sont venus vers lui et ont essayé de le provoquer, ils ont dit quelque chose, des bêtises sur lui. Und er ist immer
Er ist immer ruhig geblieben, er hatte immer die richtige Antwort. Il est toujours resté calme et il avait toujours la bonne réponse. Ah, das wünsche ich mir auch von Gott. Ah, ça, je me souhaite ça vraiment ja. Du Seigneur. Amen. Und es geht weiter im Vers 10. Et ça continue au verset 10. Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de législateur dans ses pieds. Jetzt habe ich ein Problem gehabt, weil jetzt habe ich nichts mehr verstanden. Et là, j'ai eu un problème et en fait, je n'ai plus compris. Aber der Heilige Geist hat mir geholfen, er wird euch auch helfen. Mais le Saint-Esprit m'a aidé et il vous aidera aussi. Also, nicht weicht das Zepter von Juda. Ein Zepter, das ist ein Zeichen der Macht. Le sceptre ne s'éloignera point de toi. En fait, le sceptre, c'est un signe de la puissance. Es bedeutet die Herrschaft Jesu Christi. Ça veut dire en fait l'autorité de Jésus-Christ. Die Souveränität. La souveraineté de Jésus. Und da habe ich, da ist mir was eingefallen, und zwar im Buch Esther. Et là, il y a quelque chose qui m'est revenu dans le livre d'Esther. Da ist auch von dem Zepter des Königs Ahasverus die Rede. Et là, en fait, on parle aussi du sceptre du roi. Ahasverus? Keine Ahnung, wie heißt der auf Französisch? Je sais pas comment on l'appelle en français ce roi. Kennt ihr den König, den Esther geheiratet hat? Vous connaissez le roi qu'Esther a épousé, comment il s'appelait? Nein, nicht Darius. Ahasverus auf Deutsch oder Artaxerxes heißt er. Artaxerxes. Aha. Auf alle Fälle, ihr wisst, die Juden sind in Ungnade gefallen, weil der böse Feind Haman die Juden verraten hat. Et vous savez très bien dans cette histoire que les Juifs étaient avaient un ennemi, comment il s'appelle encore? Haman. Haman. Oui, mm-hmm. Und die Juden sollten vernichtet werden. Et les Juifs devaient être en fait détruits. So wie du und ich vernichtet werden sollen. De la même manière comme toi et moi nous devions détruits. Und Esther ist dann hat gefastet und gebetet und ist vor den König gekommen. Esther a jeûné et prié. Elle est venue devant le roi. Weil das Zepter von dem König, das bedeutet gleichzeitig die Gerechtigkeit. Parce qu'en fait, le sceptre du roi signifie aussi la justice. Das ist das Recht, das vom König ausgeht und niemand kann was dagegen sagen. C'est la justice qui vient du roi et personne ne peut s'opposer à ça. Es ist die Gerechtigkeit Gottes und niemand kann was dagegen tun. C'est la justice de Dieu et personne ne peut rien contre ça. Wenn das Zepter Gottes gegen dich gestreckt ist, dann kannst du nichts mehr tun, du bist am Boden. Lorsque la justice de Dieu se lève contre toi, tu ne peux rien faire. Tu es seulement plaqué. Aber dieses Zepter bedeutet noch was anderes. Mais ce sceptre aussi veut dire quelque chose d'autre. Also merken wir uns die Gerechtigkeit auf der einen Seite, Gerechtigkeit und was noch? Alors remarquons, ça veut dire en fait la justice d'un côté. Esther kommt vor den König. Esther vient devant le roi. Sie bittet ihn um Gnade. Elle lui demande. Elle demande grâce, de lui faire grâce. La grâce. Und der König streckt ihr das Zepter entgegen. Et le roi lui tend le sceptre. Und sie findet Gnade. Et elle trouve la grâce. Gottes Zepter ist immer Recht und Gnade. Halleluja. Le sceptre de Dieu est toujours la justice et la grâce. Und im Psalm 45 steht drinnen. Et dans le psaume 45, il est écrit. Psalm 45, könnt ihr nachschlagen. Le psaume 45. Dann habt ihr was zu tun. Et là, vous avez quelque chose à faire. Vers 7. Le verset 7.
Dein Thron, o Gott, ist immer und ewig. Ein Zepter der Geradheit ist das Zepter deiner Herrschaft. O Dieu, ton trône est à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Das ist jetzt nochmal die Gerechtigkeit Gottes. Ça, c'est encore la justice de Dieu. Und auf der anderen Seite bei Esther das Zepter der Gnade. Et de l'autre côté, pour Esther, la grâce. Und im Psalm 89, Vers 15, da steht das jetzt beides vereint drinnen. Dass das zusammenpasst, müssen wir das auch noch lesen. Et dans le psaume 89, les deux sont réunis ici. Nous allons lire ça aussi. Psalm 89, Vers 15. Psaume 89, Verset 15. Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Grundfeste. Gnade und Treue gehen vor deinem Angesicht her. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la vérité marchent devant ta face. Also bei mir heißt es hier Gnade und Treue, bei dir ist Bonté. Genau, Gnade ist auch Bonté, stimmt schon. Chez moi ici en fait c'est la justice et la grâce, et en français c'est la justice et l'équité, la bonté. La bonté c'est aussi la grâce. Das heißt, Gottes Thron steht in Gerechtigkeit. En fait, ça veut dire que le trône de Dieu est assis dans la justice. Drum passieren uns auch im Leben manchmal komische Dinge, weil wir nicht gehorsam waren. Voilà pourquoi il y a tellement de choses qui se passent dans notre vie lorsqu'on n'est pas obéissant. Das ist Gottes Thron in deinem Leben, in meinem Leben. Ça c'est en fait le trône de Dieu dans qui se manifeste dans ma vie. Weil der Thron ist Gerechtigkeit und wenn ich ungerecht bin, dann gibt es eine Konsequenz. Parce que le trône de Dieu, il y a la justice et lorsque je suis dans l'injustice, il y a des conséquences. Aber wenn ich nur auf das Recht, auf die Gerechtigkeit Gottes schaue, dann kann ich depressiv werden. Et si je regarde seulement la justice de Dieu, je crois que je pourrais devenir dépressif. Weil in der Bibel steht auch, es ist kein Gerechter auf der Erde. Parce que la Bible dit clairement qu'il n'y a pas de juste sur la terre. Das heißt, ich muss von morgens bis abends nur Strafe kriegen. Ça veut dire qu'en fait, du matin jusqu'au soir, je vais seulement recevoir des punitions. Aber in Klagelieder Jeremia steht, deine Gnade ist jeden Morgen neu. Mais il est écrit dans les Lamentations de Jérémie que ta grâce se renouvelle chaque fois. Und deswegen steht hier auch Gnade und Treue gehen vor deinem Angesicht her. Wenn vor dem Gesicht Gottes nicht die Gnade gehen würde, könnten wir uns gar nicht Gott nähern. Pourquoi il est écrit ici que la bonté et la vérité marchent devant ta face. Deswegen schickt er erstmal seine Gnade voraus. Voilà pourquoi il envoie d'abord sa bonté, sa grâce. Und später verstehst du seine Gerechtigkeit. Et après tu comprends finalement sa justice. Das ist mit einem Kind. Wenn dein Kind stürzt und hinfällt und sich wehtut, weil es hat nicht getan, was du ihm sagst. C'est en fait c'est la même chose aussi comme ton enfant. Lorsque tu l'envoies et il ne fait pas ce que tu lui as demandé de faire, il tombe et il se fait mal. Dann musst du auch erstmal hingehen und ihn trösten, ihm gnädig sein. Et là, il comprend. Et là, tu vas vers lui pour montrer ta grâce. Und später kannst du ihn schimpfen. Et là, après, tu peux gronder. Ja, so ist das mit Gott auch. Er hat uns alles gezeigt. C'est ce qui se passe aussi avec le Seigneur. Jetzt schauen wir, dass wir bald zum Abschluss kommen. Also wir sind wieder im 49, Kapitel 49. Nous allons retourner au chapitre 49. Je vais trouver un endroit où finir. Jetzt haben wir noch eine Sache, die geklärt werden müssen. Nicht weicht das Zepter von Juda. Wir haben gehört, das Zepter ist Recht und Gnade. Nous avons compris que le sceptre représente la justice et la grâce. Noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg. Ni le bâton de législateur d'entre ses pieds. Okay, dann habe ich mir gedacht, oh Mann, was ist das schon wieder? Warum jetzt zwischen den Füßen? Et là, je me suis posé la question, mais pourquoi entre les pieds? Wer soll das verstehen? Mais qui peut comprendre ça? Aber
Gott war gnädig. Der Herrscherstab, dieser Stab der Gerechtigkeit, das Zepter zwischen den Füßen. En fait, le sceptre, le bâton de législateur. In der Bibel, steht, dass die Erde der Schemel für Gottes Füße ist. Quand il est écrit dans la Bible que la terre est le marchepied de Dieu. Und in der Bibel steht auch, dass die Feinde unter den Füßen Jesu Christi sein werden. Il est aussi écrit, que les ennemis sont sous les pieds de Jésus-Christ. Das heißt, wenn der Herrscherstab zwischen den Füßen ist, ça veut dire en fait que lorsque le sceptre, le bâton du législateur est entre les pieds, dann steht der Herrscherstab genau auf deinen Feinden. En fait, ça veut dire que le bâton du législateur est sur tes ennemis. Das heißt, es kommt ein Tag, wo Gott über deine Feinde Gericht hält. Voilà pourquoi ça veut dire tout simplement qu'il vient un jour où tous tes ennemis seront sous tes pieds. Und für dich nimmt das Zepter des Rechts und der Gnade her. Et pour toi, il prend le sceptre de la justice et de la grâce. Aber für deine Feinde nimmt nur noch den Herrscherstab, nur noch die Gerechtigkeit Gottes, den Zorn Gottes her. Da gibt's keine Gnade mehr. Mais pour tes ennemis, il prend seulement le sceptre de la justice du législateur. Là, il n'y a pas de grâce. Und das ist der Tag, den Gott festgelegt hat und den du nicht kennst. Et ça, c'est le jour que le Seigneur, le jour du Seigneur que nous ne connaissons pas. Jesus Christus hat, als die Ehebrecherin vor ihm war, mit den Finger in den Sand geschrieben. Jesus, lorsque, die Ehebrecherin. La femme adultère. Und die Pharisäer sind gekommen. Les Pharisiens sont venus. Und Jesus hat nur mit dem Finger auf die Erde geschrieben. Et Jésus avait écrit sur la terre avec son doigt. Er wollte ihnen zeigen, ihr seid nicht Richter. Il voulait leur montrer que vous n'êtes pas les juges. Ihr habt nichts in der Hand. Vous n'avez rien entre les mains. Mein Finger ist der Herrscherstab. Mon doigt est celui qui corrige. Und ich schreibe zwischen meine Füße da auf die Erde. Et j'écris entre mes mains sur la terre. Und wenn ich dieser Frau Gnade gebe, ihr wollt sie richten, aber ich schenke ihr Gnade und ihr habt da nichts mehr zu sagen. Vous voulez juger cette femme, mais moi, je lui fais grâce, vous n'avez rien à dire. Amen. Amen. Und jetzt das letzte. Et là, le dernier point. Amen. Was mich interessiert hat, bis dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Jusqu'à ce que le Schilo vienne et que les peuples lui obéissent. Der Schilo, Schilo heißt auf so aramäisch, syrisch, Herrscherstab. Le Schilo, en fait, en araméen, veut dire le bâton du législateur. Das ist eigentlich dasselbe, was wir jetzt rausgefunden haben. Dieser Stab, dieses Zepter, dieser Herrscherstab ist eigentlich der Schilo. C'est en fait la même chose. C'est ce bâton, ce sceptre, ce bâton de commandement, ce sceptre qui est le Schilo. Und ihm gehört der Gehorsam aller Völker. Et lui, à lui reviennent. À lui revient l'obéissance, la gloire, que tous les peuples lui obéissent. Und Jesus hat zu Pilatus gesagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Et Jésus a bien dit que mon royaume n'est pas de cette terre. Und hat aber schon gewusst, dass es einmal ein tausendjähriges Reich gibt. Et il savait très bien qu'il devait avoir le millénium. Und da ist der Herrscherstab sichtbar in seiner Hand. Et là, en ce jour, le sceptre sera vraiment visible. Und zwar für alle Stämme für alle Stämme Jakobs. Et là pour toutes les tribus qui sont sorties de Jacob. Für alle Stämme Israels. Toutes les tribus d'Israël. Und drum werden sich alle Brüder vor Juda beugen. Et là en fait toutes les tribus, tous les frères de Juda se prosterneront devant lui. Und die ganzen Nationen werden auf Israel schauen, wo
der Shiloh hergekommen ist. Toutes les nations regarderont vers le Shiloh. Und dann in der Ewigkeit regiert auch Jesus. Und ich bitte Gott auch, dass er ihn jetzt schon mehr noch bei mir im Herzen regieren kann und auch in euren Herzen, damit wir dann, wenn es soweit ist, dass er regiert, dass wir dann seine Gnade schon empfangen haben, das Zepter seiner Gnade, dass es uns entgegengestreckt hat und gesagt hat, Gnade sei dir, Gnade sei dir, damit wir in Ewigkeit mit ihm sind und damit wir sehen, wie die Feinde Gottes, damit wir von Weitem sehen, von oben sehen, wie die Feinde Gottes zerstört werden und nicht da mit drunten dabei sein müssen, wo dann dieser Herrscherstab Gottes herabkommt, sodass der Zorn Gottes auf uns ist oder bleibt. Sondern dass wir von oben zuschauen können mit dem Lamm Gottes. Das Lamm, das der Überwinder ist. Wir haben es in Offenbarung Kapitel 14 gesehen. Das Lamm ist der Überwinder und mit ihm sind die Heiligen. Und ich bitte Gott, dass er das noch in unserem Leben vollendet, was noch nicht fertig ist. Amen. Amen. Preist den Herrn.